Dies alles ist eine Sprache, die ich nicht bei uns, auch nicht auf den politischen Gegner angewendet wissen will. Da müssen wir uns unterscheiden und nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sonst wird das Klima in diesem Lande unerträglich. Zuerst danke ich den Kommunisten und Kommunistenfreunden, die aus der ganzen Bundesrepublik hier zusammengekommen sind, um der CDU beim Wahlkampf zu helfen. Meine Damen und Herren, wie immer man so etwas nennen mag, es kommt ja nicht allein auf Bezeichnungen an, obwohl wir uns nicht im Kampf um Begriffe, im Kampf um die Sprache von den Sozialisten verdrängen lassen dürfen. Denn den Rückschlag der 70er Jahre haben wir nicht zuletzt, der 69, 70er Jahre, der Tatsache zu verdanken, dass die anderen sich der Sprache bemächtigt haben, die Sprache als Waffe benutzt haben, dass sie Begriffe herausgestellt, mit anderem Inhalt gefüllt haben und dann auf einmal als Wurfgeschosse gegen uns nicht ohne Erfolg verwendet haben. Und darum ist für mich der Kampf um die Sprache eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die geistige Selbstbehauptung. Sagen Sie den Menschen, dass diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen Sie ihnen, dass keiner sich mehr dem Wellenschlag der Politik entziehen kann. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande. Dieses Haus, meine Damen und Herren, gilt es heute so zu sichern, dass es gegen Sturm und Brand gefeit ist in den nächsten Jahren. Und darum, meine Damen und Herren, Glück auf! Gott mit dir, du Land der Bayern! Einigkeit und Recht und Freiheit für das ganze Deutschland! Der linke Teil, eine Minderheit der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen, der Politologen, der Soziologen, da kommt es doch her. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren, die haben ihr Leben doch nie erschaufelt oder einen Schraubenzieher in der Hand gehabt. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten, spinnende Studenten, aus dem Leim geratene Akademiker, wild gewordene Pädagogen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir heute Alarm schlagen, dann weil auch die Aktion Neubeginn mit Helmut Schmidt kein Halt auf diesem Wege bedeutet. Wir brauchen in Bonn eine echte Wachablösung. Wenn der Spitzenkandidat der SPD von Niedersachsen deshalb sagt, der bayerische Ministerpräsident Strauß sei eine Sau. Sehr schön. Grüß Gott. Ich werde Ihnen den Gefallen nicht tun, uns nicht tun, auch mir nicht tun, hier im Einzelnen mich mit Günter Grass auseinanderzusetzen. Den können Sie behalten für den Wahlkampf 69. Hören Sie, da sich so viele Finger auf mich richten, darf ich eines einmal sagen. Die These, der Geist steht links, ist nichts anderes als die permanente Wiederholung einer Dummheit. Die Abhaltung einer politischen Veranstaltung verhindern wollen, ist ein Radikaler, ein Extremist und in den Methoden ein Nazi. Die erste Priorität auf Stabilität zu legen und dabei endlich mit dem Unfug aufzuhören, die Haushalte aufzublähen, weil man so tut, als ob man die Versprechungen erfüllen will, was man nie mehr kann. Und gleichzeitig eine Zinsknechtschaft, ich muss das Wort fast gebrauchen, einzuführen oder beizubehalten,
Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Wehners, sonst würde ich in Ihrem Jargon Ihnen antworten. Den beherrsche ich nämlich ebenfalls. Mein Jargon? Nein, Ihrem Jargon. Nicht. Ich bin ja weder bei der einen noch bei der anderen extremen Richtung jemals geschult worden, sondern bin in meinem ganzen Leben Demokrat gewesen. Sie sind ein Glückskind. Ja, eben, was mich von manchem unterscheidet, das möchte ich nur zur Warnung sagen, damit ich nicht deutlicher zu werden brauche. Und da bin ich überzeugt, dass ein Helmut Schmidt, der gesagt hat, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, was überhaupt nicht die Alternative ist, dass der dieses Ziel nach dem Gesetz, nach dem er angetreten, nie schaffen wird. Darum sehen wir dem mit großer Gelassenheit entgegen. Aber ich muss trotzdem, und zwar, Herr Mischnick, es ist einfach, ich gebe Ihnen jetzt wirklich den guten Rat. Hören Sie endlich auf, den Sachverhalt Guillaume zu verfälschen oder zu verschleiern. Was Sie hier über den BND gesagt haben, ist schlechterdings eine Irreführung des Fernsehpublikums. Ich bin gerne bereit, aus Ihrer unvollständigen Regierungsdokumentation nunmehr alles zu verlesen. Aber bitte hören Sie auf damit. Nichts dagegen. Damit kann man uns nicht mehr für dumm verkaufen, das deutsche Volk auch nicht. Schulter an Schulter kämpfen politische Chaoten, Faschisten, Kommunisten des Kommunistischen Bundes, des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, der Deutschen Kommunistischen Partei, Mitglieder der Jusos und Judos, der SPD und der FDP, im Ziel vereint gegen Franz Josef Strauß und die Unionspartei. Der Bundesregierung, auch der künftigen, wird das noch sehr leid tun. Ein solches Pamphlet mit solchen Lücken, mit solchen Widersinnigkeiten, mit solchen Widersinnigkeiten und mit solchen bewussten Weglassungen überhaupt eingereicht zu haben. Aber erstens ist doch bekannt, und ich trete nicht gegen Herrn Genscher ein, darum sind Sie bitte sehr vorsichtig, aber immerhin eine Dienststelle des Herrn Genscher wusste, dass der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen dem Polizeipräsidium Berlin, das ist Seite 5 der Dokumentation, bereits im Jahr 55 mitgeteilt hatte, dass gegen Herrn Guillaume schwerwiegende Bedenken wegen Agententätigkeit vorliegen. Das ist vom Polizeipräsidenten Berlin, ist das dem Bundeskriminalamt und vom Bundeskriminalamt durch die Sicherungsgruppe dem Bundeskanzleramt bekannt geworden. Ich heiße Lina Wilfingsilber, bin 61 Jahre alt und Rentnerin. Die CSU hat mich gebeten, meine Fragen zur Wahl an Franz Josef Strauß zu stellen. Herr Ministerpräsident, kriegen wir jetzt wieder einen Krieg? Es ist ebenso bezeichnend, dass Sie, wie viele Menschen in unserem Lande, die Frage stellen, kommt ein Krieg? Ja, das haben wir schon zweimal erlebt. Nach 10 Jahren sozialistischer Entspannungspolitik sollte man meinen, dass der Friede durch jeden Tag sicherer geworden ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wer der Meinung ist, dass der Bund noch mehr Schulden machen soll, der soll SPD, FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass der Strom von der Steckdose kommt und nicht von Kraftwerken kommt, der soll SPD und FDP wählen. Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Ich weiß, dass ihr von euren Auftraggebern zusammengefahren worden seid aus der ganzen Bundesrepublik. Glaubt aber ja nicht, dass wir auch nur einen Zollbreit zurückweichen werden. Ich hoffe, dass manche von euch, wenn ihr einmal älter werdet, einmal die Augen aufgehen werden, dass sie mal ihre Dummheit begreifen und dass sie merken, dass wir heute mit derselben Sorge um die Freiheit kämpfen, wie es unsere Väter von 1933 getan haben. Ihr werdet die Besten. Ihr werdet die besten Schüler von Dr. Josef Goebbels gewesen. Ihr werdet die besten Anhänger Heinrich Himmlers gewesen. Ihr seid die besten Nazi, die es je gegeben hat. Ich habe das in meiner etwas karikaturhaft, manchmal groben Sprache gesagt, das kommt mir genauso vor, wenn der kleine Max mit der Kindertrompete neben der Militärmusik herläuft und sagt, er habe das Marschkonzert bestimmt. Die Virtuosität seiner Formulierungskunst konnte volksnah und deutlich sein. Halten Sie doch seinen Mund, Sie Trottel. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Glauben Sie denn, Sie Pilzkopf? Auch der unbedingte Wille zum Sieg kam unmissverständlich zum Ausdruck.
Ich sage nicht, wir werden siegen, weil wir siegen müssen, aber ich sage, wir können siegen, wenn wir siegen wollen. Und wir werden siegen, weil wir siegen wollen. Rot wurde gegeißelt, bis dass der ganze Schnee verbrannte. Wer das kommunistische System ohne Änderung des Systems effizienter machen will, der ist genauso töricht wie einer, der glaubt, Schneebälle rösten zu können. Die lässlichen Sünden wurden bibelfest verpackt. Und ich halte mich an ein Gebet der Kirche, das ich schon als Ministrant mit zunehmender Lateinkenntnis verstanden habe, nämlich Licet peccaberit, tamen non negavit, sed Deum credidit. Er mag gesündigt haben, aber er hat Gott nicht geleugnet, sondern an ihn geglaubt. Dazu noch ein frommer Wunsch, der aber nicht immer ganz in Erfüllung ging. Aber ich habe mir einen Trost geholt aus einem alten Kalenderblatt. Das ist ein Sinnspruch, ein Gebet zum Vesperläuten. Lieber Gott, hilf mir bitte, mein großes Maul zu halten, wenigstens so lange, bis ich genau weiß, über was ich rede. Zu einer persönlichen und politischen Standortbestimmung hat Franz Josef Strauß immer wieder selbst beigetragen. Ich darf auf eines einmal hinweisen. Es gibt zwei verschiedene Strauß-Bilder. Das eine ist der wirkliche Strauß mit seinen Vorzügen und Fehlern, mit seinen Tugenden und Schwächen, mit seinen Lichtern und seinen Schattenseiten. Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, die natürlich auch im Urteil umstritten ist, das sind wir alle. Und das andere ist die negative Propagandafigur, die man aber mit allen Mitteln der psychologischen Kriegführung zu einem Unhold, zu einem Dämon, zu einem Teufel in Person zum Zwecke der Täuschung der Wähler machen wollte. Eines kann ich den Herrn auch sagen. Ich stehe dem kleinen Mann, ob der Ruhrkumpel an Rhein und Ruhr ist, ob es der Arbeiter am Flugplatz in Berlin ist, ob es der Taxichauffeur in Hamburg ist, ob es die breite Schicht der Hausfrauen ist. Ich stehe ihnen näher als die meisten der hohen Funktionäre und Manager, gleichgültig in welchem politischen Lager sie stehen. Ich komme aus dem Milieu einer Arbeitervorstadt. Ich bin mit seinen Problemen groß geworden. Ich kenne die Sprache des Volkes. Ich kenne die Mentalität und Psychologie der breiten Schichten, der breiten Massen unseres Volkes. Nicht deshalb, weil ich studiert habe, weil ich Theaterwissenschaften studiert habe, weil ich auf Schauspieler getrimmt worden bin. Nein, meine Damen und Herren, weil das meine Natur ist, weil das meine Herkunft ist und weil ich dort mehr politische Heimat habe, als in manchen Häusern der Vornehmen und der Reichen derer, die heute um Helmut Schmidt herumscharwenzeln. Ich möchte jetzt nicht im Stile verfahren, ich bin kein Miles Gloviosus, der zuerst sich selber auf die Schulter klopft und dann rundum alten Kameraden auf die Schulter klopft und sagt, was waren doch wir für vorzügliche Helden. Das ist nicht der Sinn meiner Ausführungen. Sondern der Sinn meiner Ausführungen ist, dass man ohne nach opportunistischen Grundsätzen oder opportunistischen Erwägungen zu schielen, in bestimmten historischen Momenten das Richtige und Notwendige tun muss. Es gibt nach Abschied Konrad Adenauers aus dem politischen Leben keinen Politiker der Bundesrepublik Deutschland, der so viel kritisiert worden ist wie ich. Es gibt keinen, dessen Feindbild nicht von Moskau bis Ost-Berlin inbrünstig gepflegt worden ist. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Wenn damals einer gesagt hätte, dass Herr Honecker mich zum Essen einladen wird, um mit mir die Beseitigung der Schießanlagen an der Grenze zu besprechen, der wäre damals für einen größenwahnsinnigen Schwätzer erklärt worden. Und das, obwohl Franz Josef Strauß eine klare Meinung zu den Andersdenkenden hinter dem eisernen Vorhang hatte. Meine Damen und Herren, wenn ich primitiv wäre, das meinen nur manche, ich bin es aber nicht, dann würde ich hier auf einen Schelm den anderen setzen und sagen, die sowjetische Rüstung hat nur den Zweck, einen dritten Weltkrieg vorzubereiten. Sie ist aggressiv, sie ist kriegerisch, sie ist präventiv kriegsorientiert. Meine Damen und Herren, eine solche Aussage kam nie aus meinem Munde und wird nicht aus meinem Munde kommen. Nach welchen Kriterien muss die sowjetische Rüstung beurteilt werden? Erstens nach ihrem Potenzial. Das Potenzial der sowjetischen Rüstung hat sich im Laufe der Dauer der Entspannungspolitik gewaltig verändert.
eigentlich ein merkwürdiger Prozess. Wer erlaubt denn den Herrn Brandt und Schmidt und Wehner und Bahr zu sagen, der Friede sei sicherer geworden, wenn der Partner des Entspannungsprozesses von niemandem bestritten, seine Rüstung in beschleunigtem Tempo und unter besonderer Bevorzugung der offensiven Komponenten in diesen 10 Jahren zu einer Übermaschinerie ausgebaut hat, die mit den militärischen Sicherheitsbedürfnissen des eigenen Landes und des eigenen Bündnisses nichts mehr zu tun hat. Außerdem kann man ja, ich behandle das ja noch humorvoll, soweit man das bei der Materie kann, außerdem kann man ja nicht gut von der Annahme ausgehen, dass die überschüssige Wirtschaftskraft der Sowjets, die sie nirgendwo mehr zu verwenden wissen, deshalb nur aus Spielerei nun einmal in kostspieligem Militärgerät der verschiedensten Art angelegt wird. Sie wissen doch, die Sowjetunion gibt 12% bei niedrigen Personalkosten im Gegensatz zu uns, gibt 12% ihres Sozialproduktes aus, die Amerikaner glaube ich 5, wir 4 für die Landesverteidigung. Gut, ich räume mir ein, dass die Russen, ich rede jetzt nicht die Sowjetrussen, dass die Russen immer in der Furcht vor Eingreisung lebten, dass sie immer misstrauisch waren, dass das Misstrauen, das Gefühl der Unsicherheit immer eine der Grundkomponenten auch ihrer politisch-militärischen Verhaltensweisen war. Das Eigenartige ist, dass sie aber natürlich dieses Sicherheitsproblem auch dann noch haben werden, wenn sie nicht mehr an der Elbe, sondern am Rhein stünden. Und auch dann noch haben würden, wenn sie statt am Rhein am Atlantik stehen würden. Und dass sie dann ihre Sicherheitsüberlegungen auf den Nachbarn jenseits des Atlantik natürlich ausdehnen würden. Es gibt welche, die durch Eroberungskriege immer kleiner werden und andere, die durch reine Verteidigung immer größer werden. Das gehört. Das gehört sozusagen zu den besonderen Pikanterien oder Treppenwitzen der Weltgeschichte. Ich halte gar nichts von der Formel lieber rot als tot. Das ist ein Irrtum, ein intellektueller Irrtum. Ein Irrtum, der aus historischer Unkenntnis und aus Unkenntnis der wissenschaftlich-technisch-strategischen Zusammenhänge erwachsen ist. Für uns gibt es kein zuerst, für uns gibt es kein lieber rot als tot. Wer das befolgt, der wird erleben, dass er zuerst rot und dann tot erlebt. Für uns gibt es diese Alternative nicht. In Gottes Namen unterwerfen wir uns dem kommunistischen Zwangssystem. Auf die Dauer ist es halt auch unvermeidbar. Dann haben wir keinen Anlass mehr, dass unser Land hier Gegenstand militärischer Auseinandersetzungen wird. Nein, meine Damen und Herren, wer die atlantische Schicksalsgemeinschaft in dieser entscheidenden Stunde der Weltgeschichte in Frage stellt, der vergrößert die Kriegsgefahr, ja, der schafft sie erst. Das sage ich auch denen, meine Damen und Herren, diesen Angsthasen, zum Teil bürgerlichen Feiglingen, die damals, als die Sowjetunion Gegenmaßnahmen gegen die Aufstellung der Mittelstreckenraketen bei uns ankündigte, sofort in Kriegsfurcht, in eine Angsthysterie ausgebrochen sind. Ich könnte Anrufe bedeutender Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft darlegen, tue es natürlich nicht einmal in meinen Memoiren, in denen gesagt wird, Herr Strauß, wir stehen am Vorabend des Krieges. Nur mehr Stunden, dann bricht das Inferno über uns herein. Meine Antwort war, das Inferno ist bereits hereingebrochen in Ihrem Hirn. Aber nicht in der militärpolitischen Lage. Die hiesigen Brezhnev-Bewunderer haben weniger Hirn im Kopf, als er im Hintern hat, wenn ich das einmal... Der letzte Satz lässt ahnen, dass der CSU-Chef auch klare Feindbilder im eigenen Land ausgemacht hatte. Ich bin immer der Meinung, es ist besser, ungenau richtig, als exakt falsch zu sein. Das ist der Unterschied zwischen Helmut Schmidt und mir. Er macht immer exakte Angaben, aber bodenlos falsch. Ich bin nicht in der Lage, exakte Angaben zu machen, aber im Trend bin ich immer richtig gelegen und habe gar keinen Grund, heute etwa mit einem Verbot, mit einem Zensur, die Lektüre meiner Reden von früher unterbinden zu wollen. Ich kann nur jedermann dazu einladen. Die Bundestagsreden der letzten 12 Jahre, meine Parteitagreden, meine Interviews, meine Bücher, meine Artikel nachzulesen. Ich weiß, es gibt einen großen Unterschied zwischen Helmut Schmidt und mir. Er ist der bessere Schauspieler und ich der bessere Politiker. Deshalb ist mir sicherlich auch eine polemische Bemerkung erlaubt. Ich wundere mich immer, woher Helmut Schmidt die Legitimation zieht, sich als Macher bezeichnen zu lassen. Denn Macher setzt nämlich voraus, dass vorher ein Denkprozess stattgefunden hat, der rechtzeitig abgeschlossen worden ist.
Es ist das Eigenartige an der heutigen Bundesregierung, dass sie dann zu denken beginnt, wenn ein Problem sich zum Missstand entwickelt hat oder fast nicht mehr lösbar ist. Dass der Kanzler dann in tiefes Nachsinnen verfällt und für längere Zeit der Entscheidung, vor allen Dingen angesichts der innerparteilichen Zustände, erhoben zu sein. Die eigenen Mannen sind froh, dass er nachdenkt, weshalb das Ganze als ein sakraler Akt mit beinahe liturgischer Feierlichkeit hervorgehoben wird. Ich gebrauche jetzt ein Lieblingswort des Regierungschefs, Crisis Management. Dieses Wort wird mit einer beinahe rhetorischen Wohllust ausgesprochen. Crisis Management. Ja, von mir, Herr Kollege Wehner, stammt genauso wenig wie von Ihnen das Wort Crisis Management. Wenn auch die Gründe dafür zwischen uns verschieden sind. Aber Sie haben sicherlich schon, ich hoffe bewundern, Ihren Regierungschef angehört, wenn er mit einem kleinen, etwas verächtlichen Seitenblick auf die Amerikaner Schulter an Schulter mit seinem französischen Freund, dem Staatspräsidenten, das Jahrhundert in die Schranken fordert und eben davon spricht, dass man Crisis Management an den Tag legen müsse. Jetzt ist Ihre Stunde als Zaubermeister des Crisis Management gekommen, Herr Bundeskanzler. Und der Zustand der Regierungsparteien, vor allem der SPD, und die Problematik der Koalition bieten dazu die günstigst denkbaren Voraussetzungen. Das Schiff driftet nach wie vor nach links, nur der Kapitän schaut mit der Prinz-Heinrich-Mütze zum rechten Bullauge heraus. Die Welt dreht sich weder um Helmut Schmidt noch um mich, aber er glaubt, dass die Welt sich um ihn dreht, obwohl er heute schon neben der Militärkapelle nur mehr mit dem Kinderschepperl nebenherläuft. Aber wo ist denn die Selbstkontrolle? Wo ist denn die Selbstkontrolle des Herrn Helmut Schmidt, wenn er sagt, der Alte soll seine Schnauze halten? Adenauer war gemein. Wenn er nicht so alt wäre, hätte ich ihn schon längst geohrfeigt. Wo ist die Selbstkontrolle des Herrn Helmut Schmidt, wenn er sagt, wenn Sie glauben, der Alte hat noch alle Tassen im Schrank, dann irren Sie, er hat sie nicht im Schrank. Meine Damen und Herren, zu dem Zeitpunkt hatte Adenauer mehr Tassen im Schrank, als Helmut Schmidt jemals hineinstellen könnte. Darf ich Sie bitten, Herr Bundeskanzler, legen Sie doch bitte Ihre Großmannszucht auf diesem Gebiet ab. Wären Sie doch hier wirklich bescheidener. Wenn ich an Ihre Rede vor dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg denke, wo Sie erzählt haben, welche Herkulesarbeit es sei, die beiden, aber nicht nur die Russen, auch die Amerikaner an den Verhandlungstisch zu bringen. Dieser Titan, mit der linken Arm holt er Herrn Brezhnev und zwingt ihn, Platz zu nehmen, mit der rechten Hand holt er Herrn Reagan rüber über den Ozean, symbolisch ausgesprochen, zwingt sie Platz zu nehmen. Es fehlt bloß noch, dass Sie sagen, und wenn Sie nicht rechtzeitig zu den gewünschten Ergebnissen kommen, stoße ich Ihre Köpfe zusammen. So ganz. Nicht ganz einer Meinung war Franz Josef Strauß natürlich auch mit der Kanzlerpartei, der SPD. Aber nach 30 Jahren zeigt es sich doch, dass die soziale Marktwirtschaft von weiten Teilen der SPD als aufgezwungenes, widerwillig übernommenes und weitgehend unverstandenes, jedenfalls nicht verarbeitetes Ordnungssystem, innerlich abgelehntes Ordnungssystem betrachtet und behandelt wird. Und das ist eben die Frage Marx und sein Erbe. Die SPD ist unfähig, sich von Marx zu trennen, aber außerstande, sich offen zu ihm zu bekennen. Und das schafft Vergrämungen. Es genügt nicht, Nationalbewusstsein durch Klassenbewusstsein zu ersetzen. Oh, halt, da habe ich schon was Falsches gesagt. Die Arbeiter gibt es ja in der SPD-Führung gar nicht mehr. Da gibt es höchstens noch Arbeiterbilder an der Wand. Oder Arbeiterdenkmäler. In der SPD-Führung, da toben sich doch ganz andere Gestalten und Figuren aus, die mit der Arbeitswelt sehr wenig oder nie etwas zu tun gehabt haben. Im Übrigen halten Sie mich nicht für frivol, wenn ich sage, Kommunisten verhandeln viel lieber mit Konservativen als mit Sozialisten. Es hat sich nur immer erwiesen, dass als Verhandlungspartner mit russischen Regierungen nicht-sozialistische Regierungen, nicht-sozialistische Diplomaten, nicht-sozialistische Politiker wesentlich willkommener, auch zuverlässiger waren, vor allen Dingen, weil es zwischen ihnen das Ideologiegeschwafel gibt, das zwischen Kommunisten und Sozialisten immer unvermeidlich ist bei solchen Gelegenheiten. Solange die Liberalsozialisten an der Regierung sind, kann ich nur sagen, eher legt sich
Eher legt sich ein Hund an Salamivorrat an, als dass die eine einmal eingeführte Steuer wieder abschaffen werden. Beliebte Arena war das Plenum im Deutschen Bundestag. Hier wurden die faktischen und rhetorischen Klingen gekreuzt. Erstens, unser Wohlstand, unsere hohen Lebensansprüche, unser System der sozialen Sicherheit hängen von der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft unserer Wirtschaft ab. Zweitens, Leistungseinkommen sind wichtiger als Übertragungseinkommen. Der Sozialstaat lebt von der Leistungskraft und dem Leistungswillen der Bürger und nicht von der Umverteilungsmasse und Umverteilungsfantasie der Funktionäre und der Bürokraten. Herr Venus, Sie haben auf diesem Gebiet Ihren Sachverstand auch heute bei der Garderobe abgegeben. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie mich nicht stören würden. Das hat mit Arroganz... Wenn Sie Ludwig Erhard zu Ihren Freunden rechnen, wäre das eine Ihrer weiteren Stationen auf dem Wege zwischen zwei Welten, zwischen Marx und Murks oder zwischen Marx und Kapital. Das ist ja Naivität in chemischer Reinkultur, auch wenn sie aus dem Munde eines ehemaligen Bundeskanzlers vorgetragen worden ist. Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wiener. Ich muss mich dann mit den Zwischenfragen so lange befassen, dass ich meine Redezeit dann nicht einhalten kann. Aber bitte sehr. Ist unbegrenzt. Herr Ministerpräsident, ich will Ihnen Ihre Redezeit nicht kürzen. Nur Ihr Ausdruck Moralkodex veranlasst mich, Sie an etwas zu erinnern und das mit einer Frage zu verbinden. Sie haben als Bundesminister am 24. Februar 1955 erklärt wörtlich, der Kurswert der deutschen Politik wird bei Freund und Feind nicht nach Lautstärke und Schärfe der Opposition, auch nicht nach dem moralpolitischen Gehalt ihrer jeweiligen Argumente gemessen, sondern ausschließlich nach der Nüchternheit, Zuverlässigkeit, Entschlossenheit und Stabilität der Politik der Bundesregierung und des Bundestages. Gilt das, Herr Ministerpräsident, nach wie vor? Ich darf Ihnen sehr. Ich darf Ihnen oder Ihrem Zitatejäger sehr dankbar sein, Herr Kollege Wehner. Was Sie gesagt haben, gilt nicht nur, sondern ist die klassische Verurteilung der Verhaltensweise der Politik, Helmut Schmidt. Aber Sie rechnen anscheinend schon mit Gedächtnisschwäche oder mit Kurzlebigkeit des Erinnerungsvermögens. Denn gerade im Jahre 1955 haben Sie, Ihre Freunde, in all Ihren Reden und in all Ihren Abstimmungen mit moralischen, in Anführungszeichen, Argumenten die Grundlagen dessen verhindern oder zerstören wollen, was Sie heute als unentbehrlich für unsere Sicherheit, Freiheit und Frieden in Anspruch nehmen. Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Ich bitte um Verständnis, aber ich möchte jetzt weiterreden. Ich bin nicht hier, um hier ein Wort gegen die Banken zu sagen, aber Ihre Politik ist eine Politik für die Banken hier, aber nicht eine Politik für die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie. Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wiener. Kollegen Wiener, selbstverständlich. Herr Ministerpräsident, ist Ihnen hier nicht ein Versehen passiert, dass Sie plötzlich von der Diskussion über den Einzelplan 04 in die Diskussion Einzelplan 08 hineingeraten sind? In Ihrer schriftlich vorher verbreiteten Rede finde ich diesen Teil nämlich nicht. Es muss also ein Irrtum sein. Ist das so? Bei mir ist es kein Irrtum, aber bei Ihnen gilt...
was ein großer Dichter geschrieben hat, zuweilen schläft auch Homer. Schönen Dank, ja. Denn Sie haben anscheinend geschlafen als Kollege Matthöfer. Seinerzeit diese Vorwürfe hier in meiner Abwesenheit, was ich Ihnen nicht übel nehmen kann und auch nicht übel nehme, erhoben hat. Und deshalb benutze ich im Zusammenhang mit einer Haushaltsrede ein Thema, für das ich jederzeit meinen Kopf hingehalten habe und weiterhin halten werde, offenkundige Unwahrheiten, die noch unter Behauptung, man kenne den Text und die Zahlen ganz genau hier verbreitet worden sind, richtigzustellen. Und das ist doch mein gutes Recht, Herr Kollege Wehner. Denn ein Bundesminister, obendrein Finanzminister, der Darlehen und Bürgschaft nicht unterscheiden kann, ist doch selbst für Ihre großzügigen Verhältnisse eine etwas starke Tabak. Auch ein bescheidenes Stück Selbsterkenntnis ist ein Fortschritt, Herr Abgeordneter. Aber ich muss Ihnen trotzdem, obwohl ich nicht gerne den Oberlehrer spiele, hier entgegenhalten, dass ich den in Betracht kommenden Absatz vollständig zitiert habe. Vollständig. Eine Fälschung wäre es, wenn man in einem Absatz Weglassungen vornimmt, die den Sinn des Gesagten oder gesagt sein Sollenden ins Gegenteil verkehren. Dass die Unternehmer dann gezwungen waren zu rationalisieren, ist eine bekannte Tatsache. Das war der einzig mögliche Ausweg. Aber auch das ist wieder eine halbe Wahrheit. Herr, jetzt hat er die Hälfte hinter sich, Herr Bundeskanzler. Und wenn Sie hier, Herr Westphal, ich bedauere, dass Sie nicht vor mir geredet haben, dann hätte ich auf Sie auch noch eingehen können. Sie sollten wenigstens, wenn schon von Wirtschaft nichts verstehen, die Geschäftsordnung kennen. Aber Sie wollen doch nicht. Sie hatten sich ja vor mir nicht gemeldet. Ich kann mich doch gar nicht dazwischen drängen, wenn Sie gar nicht draufstehen. Ja, zu spät. Ja, das ist einer der wesentlichen Herr Ministerpräsident, gestatten Sie einen Zwischenfall des Abgeordneten. Wann Sie sich zu Worte gemeldet haben, aber da hat keinen Sinn, darüber zu reden. Sie gestatten keine Zwischenfrage. Einführung, sagte ich, oder nicht, Beseitigung von Anreizen. Darf ich feststellen. Herr Westphal, tut mir leid. Einführung oder nicht Beseitigung von Anreizen zur Leistungsverweigerung. Ja, ich habe natürlich selbstverständlich Angst, mit Herrn Westphal zu diskutieren. Das war schon mein ganzes Leben so. Soziale... Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage an Abgeordneten Beckmann. Dankeschön, nein. Damals hat Herr Apel den Vorwurf, der Sozial... Halt, das ist ja einer von der anderen Fakultät. Ja, ja, komm mal her. Herr Abgeordneter, wünschen Sie noch eine Zwischenfrage zu stellen? Ja, bitte, dann tun Sie das. Herr Ministerpräsident, Sie auch beantworten kann. Herr Ministerpräsident, können Sie im Lichte Ihrer Ausführungen über die Belastbarkeit des Bruttosozialproduktes an dieser Stelle vielleicht auch noch einmal die bayerische Feiertagsregelung darstellen? Wir reden hier über die großen Fragen der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Probleme der Zukunft und Sie spielen hier Mickey Maus. Abgeordneter Westphal zu einer Zwischenfrage. Herr Ministerpräsident, ist es zutreffend, dass die Zeit, von der Sie schwärmen als damaliger Finanzminister, so gestaltet war, dass derjenige, der Ihnen die Zahlen, die Wirtschaftsdaten zugeliefert hat, ein sozialdemokratischer Wirtschaftsminister gewesen ist? Und Ihnen exakte Daten geliefert hat. Das war genau der, der damals gegangen ist, weil er bemerkt hat, dass wachsende Teile in Ihrer Partei eine andere Republik wollen, dass die sozialistischen Gesellschaftsveränderer
dass die sozialistischen Gesellschaftsveränderer ihre rot angestrichenen Tassen jetzt öffentlich ausstellen wollen und der daraus die Konsequenzen gezogen hat. Gestatten Sie, Herr Ministerpräsident, eine weitere Zwischenfrage. Bitte sehr, mit Vergnügen. Herr Abgeordneter Westphal. Herr Strauß, könnte sein, dass Sie sich irren. Derjenige, von dem Sie sprechen, wir beide sprechen, ist zu einer ganz anderen Zeit zurückgetreten, aus ganz anderen Gründen, als Sie gesagt haben. Ich nehme an, Sie irren sich. Würden Sie mir das bestätigen? Dann hätte ich ihn bei meiner Unterredung im August 1962 in einem bekannten Ferienort 72 völlig falsch verstanden. Sie können sich aber auf mein Gedächtnis hier verlassen. Ich stelle es Ihnen gerne sozusagen als Prothese zur Verfügung. In seinen Eigenschaften als Verteidigungs- und Finanzminister, Stationen eines wechselvollen Politikerlebens, äußerte sich Franz Josef Strauß auch zu diesen nationalen Kernthemen. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr, die NATO-Mitgliedschaft und die soziale Marktwirtschaft, die drei von uns durchgesetzten Ergebnisse unserer Politik neben vielen anderen Ergebnissen sind einfach, haben einfach die normative Kraft des Faktischen. Krieg ist undenkbar, Revolution ist unmöglich, aber die langsame kulturrevolutionäre Aushöhlung unserer Gesellschaft und die langsame Erosion unserer Beziehungen zu Amerika sind die Voraussetzung, dass das sowjetische Endziel von Moskau erreicht werden kann. Und darum werden Sie nie die plumpe Politik des Alles oder Nichts, des Jetzt auf einen Schlag. Nein, wir müssen ein feines Gehör haben, meine Damen und Herren, für das Ticken dieser unterirdischen Uhren. Wir müssen ein feines Gefühl haben für diese unterirdischen Bäche und Rinnsale. Wir müssen einen feinen Instinkt, ein, möchte ich beinahe sagen, politisches Radargerät haben für das, was sich jetzt angebahnt hat. Und hier, meine Damen und Herren, ist Helmut Schmidt nicht der Bremser. Hier ist Helmut Schmidt der Vorausmarschierer, der Vorturner. Ich habe ja dem amerikanischen Hochkommissar McNeil, als er uns zum ersten Mal fragte, das war schon im Juni 50, ob wir bereit wären, wieder ein Gewehr zu tragen, habe ich ihm erwidert, jetzt weiß ich schon, wie alt ich bin. Als Hitler an die Macht kam, war ich 17 Jahre alt. Dann kam das tausendjährige Reich, das habe ich überlebt, da war ich 1017 im Jahre 1945. Und im Gefangenenlager habe ich eine Rede Ihres hochverehrten Präsidenten, das war nicht viel Ironie, dieses Wort, Roosevelt vernommen, der gesagt hat, wir werden die Deutschen nicht ausrauben und versklaven, aber wir werden sie befreien, und zwar für den Rest der Geschichte von der Last, ein Gewehr tragen zu müssen. Und jetzt habe ich den Zeitraum nach Ihrer Frage auch schon hinter mir. 17 plus 1000 plus Rest der Menschheitsgeschichte. Und wenn man die Vorschläge Brezhnevs, Rückzug von 1000 Kampfpanzern und 20.000 Soldaten angesichts der Größenordnungen, die in der DDR stehen und in anderen Ländern des Ostblocks stehen, auch außerhalb der Sowjetunion stehen, ein sehr bescheidener Beitrag, dann wird man aber trotzdem heute anhand der Diskussionen der letzten Zeit, auch der sehr bemerkenswerten Rede des Bundeskanzlers vor seiner Fraktion, ja feststellen, dass das Geschoss Brezhnevs ja schon einen Mehrfachsprengkopf hatte, ein Multi-Independent Reentry Vehicle war. Ein Teil des Geschosses landete in Den Haag, ein anderer Teil landete in Belgien, in Brüssel, und ein dritter Teil landete im Hauptquartier der SPD. Das mit der Gewissheit, dass überall dann eine entsprechende Wirkung zutage treten würde. Der Bundeskanzler hat ja seine Rede vor der Fraktion, wie ich gehört habe, 2 Tage lang vorbereitet. Das ist eigentlich bei der relativen Bescheidenheit der Leistung, die hier zutage getreten ist, ein unangemessener Aufwand gewesen. Aber ich halte gar nichts davon, wenn die Einführung von Waffensystemen nicht mehr von verantwortlichen Politikern und nüchtern denkenden Soldaten, von verantwortlichen Amtsträgern entschieden wird, sondern wenn sie dem Zufall innerparteilicher Kumpaneien, Kungeleien, Querelenbildungen oder Mehrheitsverschiebungen stattfindet. Auch von der Kassenverwaltung der Genossen hielt Franz Josef Strauß wenig. Meine Damen und Herren,
hat manchmal den Eindruck, dass man in Bonn nur mehr wenige Leute hat. Ja, das ist natürlich eine Folge der Bildungsreform, die wissen, wie viele Nullen zu einer Milliarde gehören. Von Nullen verstehen sie viel, aber von der Eins davor anscheinend wenig. Es gibt Länder mit einer höheren Inflationsrate als wir. Das bestreitet ja niemand. Aber wenn einer, der einen Fuß verloren hat, sich darauf beruft, dass der andere ein Bein verloren hat, ist es an sich ein geringer Trost. Wir haben eine Inflationsrate wieder von fast 6% und sie wird nach den Steuererhöhungen am 1. April an der zu erwartenden weiteren Ölpreissteigerung auch noch weiterhin ansteigen. Im Spannungsfeld der Weltanschauungen verhärteten sich in den 70er und 80er Jahren auch die innerdeutschen Fronten. Rechts und links polarisierten sich immer mehr. Freie Hand für Rechtsbrecher und Gewalttäter, aber drakonische Strafen für einen kleinen Mann, der einmal einen Paragraphen nicht beachtet, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Absicht, oder der sagt, ich probiere es heute mal, vielleicht komme ich durch damit. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates, aber die großen Lumpen muss man schwerer aufs Hirn hauen, als man die kleinen Leute verfolgt. Aber auch eine Prozession ist eine Demonstration. Eine Verleugnungsprozession oder ein Wallfahrerumzug ist eine Demonstration für den Herrgott, für den Glauben, für die Kirche, für den heiligen Josef oder für die heilige Maria oder was auch immer. Und deshalb sollen alle bei uns doch das Recht haben, in Demonstrationen für oder gegen eine Sache aufzutreten. Aber müssen denn die kommen mit Integralhelmen, mit Strumpfmasken, mit Tarnkleidern, mit Schutzbekleidung, mit Molotow-Cocktails, mit Eisenstangen, mit Knütteln, mit Schweißgeräten? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie schon mal einen Wallfahrerzug gesehen, in dem Molotow-Cocktails mitgeführt worden sind? Man spricht so viel von Emanzipation und meine Emanzipation sei Freiheit von Arbeit. Man spricht so viel von Selbstverwirklichung und meine Selbstverwirklichung sei die absolute Freiheit, kaufen ohne Geld, fahren ohne Fahrkarte, arbeiten, wann man mag, Urlaub, solange man bleiben will, wie es einige der linken Chaoten heute betreiben. Nicht hier. Das ist der Typ der Hausbesetzer-Mentalität, die ja meistens kein Zelt gehabt haben und deshalb um Häuser kämpfen. Wie sehen denn diese Hilfstruppen aus, die heute stoppt Strauß, die heute im Kampf für Freiheit, Recht, Frieden und Fortschritt stoppt Strauß rufen? Cicero hat einmal geschrieben, Littera non erubescit, ein Brief kann nicht rot werden. Wenn Formulierungen rot werden könnten, sich schämen könnten, dann sollten diejenigen sich schämen, die glauben, mit Kommunisten Freiheit, Frieden und Demokratie gegen einen Demokraten sichern zu können, als den ich mich bezeichne. Wahlkämpfe waren für Franz Josef Strauß immer eine besondere Herausforderung. 1980 stieg er gar selbst als Kandidat in den Ring für die CSU-CDU, die christlich-sozialdemokratische Union sozusagen. Meine Damen und Herren, wer der Meinung ist, dass unsere Steuern noch zu niedrig sind, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass der Bund noch mehr Schulden machen soll, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass der Strom von der Steckdose kommt und nicht von Kraftwerken kommt, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass wir zu wenig an die DDR zahlen, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist,
Wer der Meinung ist, dass die Russen uns besser schützen als die Amerikaner, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass Kommunisten gute Demokraten sind, in Staatsdienst zugelassen werden sollen, soll SPD und FDP wählen. Und wer, meine Damen und Herren, nicht weiß, warum die Sowjets den Wahlsieg der SPD und FDP wollen, der soll sie ruhig dann auch wählen. Wer der Meinung ist, meine Damen und Herren, dass Steine bessere Argumente als Worte sind, soll SPD und FDP wählen, im besten Bremer Stil. Wer der Meinung ist, dass wir mehr Staat brauchen statt weniger Staat, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass die Verbindungen des Herrn Wehner nach Moskau wichtiger sind als die unserer nach Washington, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass der Staat und marxistische Pädagogen seine Kinder erziehen sollen, der soll SPD und FDP wählen. Wer meint, dass wir in absehbarer Zeit eine neue Währung brauchen, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, man dürfe Brezhnev keinen Ärger machen, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass es bei uns zu wenig Behörden gibt, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass der Mittelstand abgebaut werden soll, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, meine Damen und Herren, dass der Wehrdienst durch den Zivildienst ersetzt werden soll oder kann, soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass Planwirtschaft besser ist als soziale Marktwirtschaft, soll SPD und FDP wählen. Und wer der Meinung ist, dass der Staat besser weiß, was ihm gut tut, als er selber, der soll SPD und FDP wählen. Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken, dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann. Eines möchte ich aber mit Ironie und etwas Zufriedenheit sagen: Was hätten Sie eigentlich auf Ihrem Parteitag ohne mich gemacht? Es gehört für mich zu den politischen Höhepunkten meines politischen Daseins, beinahe hätte ich gesagt, ein Stück echter politischer Lustgewinn. Es ist schon eine groteske Tatsache, dass der Kanzler seine ideologisch zerrissene Partei beschwört, das tun zu dürfen, was sein Herausforderer von ihm verlangt. Mit Rücktritt droht, wenn er diese Erlaubnis nicht erhält und zum Schluss diese Erlaubnis von der Mehrheit in der Hauptsache deshalb bekommt, weil man sonst glaubt, die Wahlen nicht gewinnen zu können. Allein das ist schon ein historisches Verdienst der Opposition und ihres Kandidaten. Ja, ich sehe schon, in den öffentlich-rechtlichen Medien und in gewissen anderen Massenmedien. Kein Wunder, jetzt wo der Strauß Kanzler ist, musste sowas ja kommen. Hätte man den Schmidt gelassen, wäre uns all das erspart geblieben. Oder, meine Damen und Herren, Verfall der deutschen Leistungsbilanz, Zunahme der Arbeitslosigkeit, Rückgang unseres Sozialproduktes. Ja, natürlich, weil man den großen Wirtschaftskanzler abgewählt hat.
Darum ist uns jetzt alles passiert. Wäre der Schmidt da, wäre das alles nicht passiert. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir die Krawalle, haben die Abschottung der DDR, haben das Ende einer vernünftigen Entspannungspolitik, haben Anstieg der Arbeitslosigkeit, Anstieg des Leistungsbilanzdefizits, haben Rückgang des Sozialproduktes und den Schmidt dazu. Ich habe in meinem langen politischen Leben eines gelernt: Wenn man eine Wahl gewonnen hat, muss man am nächsten Tag den Helm fester schnallen, um die Voraussetzungen für den Sieg in den nächsten Wahlen zu schaffen. Auch die Zukunftstechnologie der Kernenergie hatte in Franz Josef Strauß einen vehementen Fürsprecher, der Himmel und Hölle in Bewegung setzte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das hier etwas leger sagen darf, seit man versucht hat, Gott zu eliminieren, hat man die Gesellschaft an die Stelle Gottes gesetzt. Die Gesellschaft ist der neue Herrgott. Und weil zu einem neuen Herrgott auch ein neuer Teufel kehrt, hat man die Kernkraft benutzt, um sie als neuen Teufel, als Dämon auf die Menschheit loszulassen. Und diejenigen, die zum einfachen Leben retour à la nature zurückkehren wollen, müssen sich halt dann dafür geeignetere Regionen aussuchen. Niemand wird sie hindern, das Automobil oder den Küchenmotor oder den industriellen Antriebskraft dann durch einen Wanderrucksack zu ersetzen und ihre Verpflegung im Freien zu suchen. Aber auch Nachdenkliches zum Machbaren des Menschen war von Franz Josef Strauß zu hören. Wir sagen Ja zur geistigen und naturwissenschaftlichen Forschung. Wir sagen Ja zu ihrer Umsetzung in technische Ergebnisse. Aber wir wissen, dass man erst nicht alles machen kann, was man machen will, und dass man nicht alles machen darf, was man machen kann. Visionär war Strauß geradezu, als es um die, heute würde man sagen, Globalisierung der bayerischen und, wenn es denn schon sein muss, deutschen Außenpolitik ging. Wenn der verhinderte Außenminister über die weiß-blau-schwarz-rot-goldene Grenzen schaute. Europa besteht nicht nur aus den Resten der Grenzkontrollen, aus den Schikanen oder bürokratischen Perfektionismen, aus gescheiterten oder nicht gescheiterten Gipfelkonferenzen. Europa ist heute ja ein unentbehrlicher, unerlässlicher und unersetzlicher Bestandteil unseres Herzens geworden. Meine Damen und Herren, wenn ich heute im Gespräch junge Menschen der nächsten Generation bis in die eigene engste familiäre Umgebung herein frage, haltet ihr einen Krieg mit Frankreich noch für möglich? Die würden sagen, der Vater spinnt. Sagen, wir verstehen die Frage überhaupt nicht mehr. Die ist heute genauso undenkbar, genauso ausgeschlossen, wie wenn man damals gesagt hätte, ob es noch einen Krieg zwischen München und Nürnberg geben kann. Heute hat schon jemand von dem Ritual gesprochen. Ich darf es mal humorvoll sagen. Das geht immer so an, wenn ein so brutaler Akt erfolgt, sei es wie Budapest oder Prag oder Afghanistan, dann heißt es, da müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Dann so Genscher vielleicht. Dann Helmut Schmidt, ja, aber gemeinsam der Westen. Dann kommt der Brandt und sagt, aber die Entspannung darf nicht darunter leiden. Und dann kommt der Wehner und sagt, deshalb müssen alle Maßnahmen mit der Sowjetunion einvernehmlich geregelt werden. Das, meine Damen und Herren, erleben wir jetzt in anderer Form. Zuerst kommt Empörung, dann der Schrei nach Sanktionen, dann die Warnung vor Überreaktionen, dann der Verzicht auf Sanktionen und zum Schluss der Übergang zur Tagesordnung. Und nach einem Jahr redet kein Mensch mehr davon. Meine Damen und Herren, ich schlage den Bogen von 10 Jahren. Wer das Bild Chinas von damals noch vor Augen hat, diese maskenhaften Gesichter in ihren trostlosen, sackartigen Kleidern, Männlein und Weiblein, alle in derselben grau-blau-schwarzen Ausführung, die Läden ohne Sortimente, und was Sortiment war von primitiver Qualität. Wenn Sie heute nach China kommen, das Bild hat sich grundlegend geändert. Das heißt noch lange nicht, dass es etwa heute schon zu normalen Bedingungen gekommen ist. Aber Sie sehen Farbe in der Kleidung, Mode bei den Damen, Sortiment in den Läden, den Genuss des Konsums, aber noch lange nicht genug. Kurzum,
ob Asiaten oder Europäer, ob Chinesen oder Deutsche, und das gilt auch für die Russen, die menschlichen Grundeigenschaften sind überall die gleichen. Die Menschen wollen mehr Freiheit und sie wollen besser leben und sie wollen sozial abgesichert sein oder als junge Menschen einen optimistischen Ausblick in die Zukunft haben. Da unterscheiden sich im Grundlegenden die Chinesen auch nicht von den Deutschen. Meine Damen und Herren, als mir damals im Jahr 1975 der chinesische Außenhandelsminister sagte, Kredit für Kauf von Industriegütern ausgeschlossen, wir wollen nicht abhängig werden von Europa, von Amerikanern, sage ich zu ihm, Herr Minister, dann müssten schon die Sowjets lange abhängig sein, die nehmen schon dauernd Kredit und ihre Verbündeten auch auf. Aber die Vorstellung, dass es hier irgendwie zu einer Annäherung der Systeme kommen würde, undenkbar. Lassen Sie mich den Bogen schlagen, Oktober letzten Jahres. Oktober letzten Jahres, man zeigt mir mit Stolz ein chinesisch-deutsches Automobilwerk in Shanghai. 50% des Kapitals ist deutsch, 50% chinesisch, Management deutsch, Ausbildung der Facharbeiter und der Lehrlinge deutsch, Qualitätskontrolle nach deutschen Normen, läuft dort der Passat und der Audi 80 laufen dort von den Fließbändern, zurzeit 40.000 im Jahr, Produktionsziel 130.000. Gut, die werden nie aufholen können, denn wenn die unseren Grad der Motorisierung erreichen würden, dann bräuchten sie ungefähr 750 Millionen Automobile bei einer Bevölkerung von 1,1 Milliarden. Aber vor 10 Jahren wäre jeder als Narr verschrien worden, in China ja, beinahe einer medizinischen Behandlung zugeführt worden, der gesagt hätte, in 10 Jahren gibt es gemeinsame Unternehmungen zwischen den europäischen Kapitalisten und den chinesischen Kommunisten. Die Chinesen sind Pragmatiker. Ich habe Herrn Deng Xiaoping gefragt, wie werden Sie denn mit dem fertig allen? Bleibt Ihre Politik? Die bleibt, erstens bleibe ich noch lange im Amt, ich bin erst 81 Jahre alt und ich will ja erst im Jahre 96 abtreten, wenn Hongkong wieder an China zurückfällt. Außerdem habe ich eine ganze Menge von Nachfolgern. Dieses Rad dreht, bringt, kann niemand mehr anhalten, kann niemand mehr zurückdrehen. Und diese Wandlung heute in China, dass einerseits noch Marx verehrt wird, aber andererseits schon ins Museum gestellt wird. Die haben ihre eigene Walhalla und da steht der Marx auch drin. Und Deng Xiaoping sagte zu mir, wissen Sie, Herr Minister Strauß, Marx war gut für die Vergangenheit. Probleme der Vergangenheit, Marx. Probleme der Zukunft, ohne Marx. Die müssen ja irgendwie den Leuten, denen sie über 30 Jahre oder 35 Jahre gesagt hatten, dass allein der Marxismus die Probleme ihres Landes lösen kann, müssen Sie jetzt klar machen, dass man ohne Marx sie nur lösen kann und gegen Marx sie lösen kann. Aber da sind die Chinesen schon im Aufbruch in die Zukunft. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Schwäche der Verbündeten Moskaus, die ungeheuren Schwierigkeiten, denen sich Herr Gorbatschow gegenübersteht, bei dem Bemühen, ein ineffizientes System effizient zu machen, ohne es aufzugeben. Das ist die Quadratur des Zirkels. Und darum bin ich überzeugt, der Anfang vom Niedergang des Kommunismus hat begonnen. Ich sage das nicht, um Ihnen Geschichten von meinen Reisen zu erzählen oder farbige Märchen darzubieten, sondern weil ich darauf meinen Glauben baue, dass eines Tages, und wenn auch wir es nicht mehr erleben, unsere Kinder oder Kindeskinder, eines Tages wird für ganz Europa und für ganz Deutschland die Stunde der Freiheit schlagen. Ich wollte damit begründet haben, meine Damen und Herren, warum wir eine Politik mit dem langen Atem geschichtlichen Bewusstseins brauchen. Kaum habe ich 15 Jahre gewartet, schon habe ich eine Einladung bekommen. Ich hatte schon viele Einladungen in die Sowjetunion, aber nie mit der Zusage Nummer 1 dort zu sprechen. Und ich war der Meinung, wer Bayern vertritt und meine politische Vergangenheit und mein politisches Gewicht hat, der muss auch in Moskau von Nummer 1 empfangen werden. You know, I am coming from a southern state in Germany, and I think we southerners must stick together. The morning sun of giant when you give everybody.
Auch für das noch getrennte Deutschland hatte er eine schmunzelnde Patentlösung parat. Die Wiedervereinigung könnte man leicht haben. Wissen Sie wie? Wir brauchen uns nur das erfolgreiche, effiziente, humane Gesellschaftssystem des sozialistischen Teiles Europas anzueignen. Wählen Sie in Bonn eine kommunistische Regierung, dann wird die Sowjetunion zwar nicht beglückt sein, weil sie dann keinen Vermittler mehr hat für weltweite Kredite. Sein starker Drang nach höheren Weihen, sprich die große Politik in Bonn, konfrontierte Franz Josef Strauß oft mit bohrenden Fragen, die er aber mit gebotener Diplomatie zu parieren wusste. Hierzu, Herr Ministerpräsident, gesetzt den Fall, am 6. März finden in der Bundesrepublik Neuwahlen statt. Sie haben mit der bayerischen Landtagswahl ein sehr gutes Ergebnis im Rücken als bayerischer Ministerpräsident. Sie haben den ersten Platz angesprochen in der CSU-Landesliste für die Bundestagswahl. Gesetzt den Fall, es kommt ein sehr gutes CSU-Ergebnis, ein Gesamtunionsergebnis zustande. Verlassen Sie dann Bayern und gehen Sie nach Bonn, ja oder nein? Ich werde Bayern nie verlassen. Auch in den Jahren, in denen ich bayerischer Gastarbeiter in Bonn war, der längstjährige Auspendler sozusagen, war meine politische Heimat und meine politische Kraftquelle immer Bayern. Mich zieht. Während die Karawane weiterzog. Man versucht, meine Damen und Herren, mit Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen sind, gegen mich einen psychologischen Verleumdungsfeldzug zu führen. Nun, man kann zum Beispiel auch nachweisen, dass die Bibel die Quelle des Atheismus ist, denn im Alten Testament steht, es gibt keinen Gott, spricht der Narr. Aber wenn man das Wort spricht, dann nahe weglässt, dann kann man die Bibel auch dafür heranziehen. So, sehe ich in der. Na, sag ich nochmal. Bitte. Ja. Wir in der CSU sehen in Bildung und Erziehung für Leben und Beruf. Ich muss das noch einmal einprägen. Ja. Und die vierte, bitte. Wir in der CSU sehen in Leben und Beruf. Einen Moment Pause. Ja. Wir in der CSU sehen in Bildung und Erziehung für Leben und Beruf in der Förderung von Wissenschaft und Kunst eine große Aufgabe. Helfen Sie uns, das bewährte bayerische Schulsystem zu erhalten. Das darf nicht wahr sein. Das machen wir noch einmal. Reicht Ihre Kassette noch? Helfen Sie uns, das bewährte bayerische Schulsystem als Vorbild zu erhalten. Hier? Wieder 43. Ja, dann habe ich wieder. Also wir müssen schon mit dem Fernsehen am Arsch lecken. So geht es doch jetzt. Das dauert bloß wegen dieser Sekundenschinte weiter. Ja. Einmal sind 37, einmal 42. Vorbild zu erhalten. Bayern bleibt unsere lebenswerte und liebenswürdige Heimat. Wir sind mit der Schönheit unseres Landes, seiner Felder, Fluren, Wiesen, Wälder. Ich habe gerade nochmal für was Falsches drin. Nochmal. Damit wir wieder mehr Mittel haben, um unsere öffentlichen Aufgaben zu finanzieren, zum Beispiel den Krankenhausbau, den Staatsstraßenbau, den sozialen Wohnungsbau, die Stadtsanierung. Da müssen wir mal anfangen. Wie weit waren wir jetzt? 43, war wunderbar. Ja, da habe ich den Satz nicht mehr. In Bayern haben wir unser Bestes getan. Mhm. Das ist zu viel. Das müssen wir da rauslassen. Ach so. Oder klingt das gut? Ich finde schon, ja. Haben wir gerade den bayerischen Bezug dann wieder dabei. Den Bezug zu Bayern hat Franz Josef Strauß trotz globaler Ausflüge und obwohl ihn die CSU-Fraktion oft schmerzlich im Maximilianeum, das er übrigens als 1,0 Elite-Abiturient besuchen durfte, vermisste, den Bezug zu seiner weiß-blauen Heimat
hat der bayerische Ministerpräsident natürlich nie ganz verloren. Bayern, Weiß-Blau, CSU. Und für eine bestimmte Wegstrecke mit diesen drei Begriffen verbunden, Franz Josef Strauß, was kann ein Politiker sich noch mehr wünschen? In Bayern gehen eben die Uhren anders.